Hallöchen, ich habe hier mein Amiga 500 rausgekramt und er geht auch so weit. Ich muss bloß gucken, dass ich mit dem Diskettenlaufwerk irgendwie packe ich mal beiseite. Nicht, dass das da einen Kurzschluss macht. Aber ich habe hier ein Problem mit meinem Amiga 500. Er geht an. Und ich kriege auch ein Bild, aber wie das Bild aussieht, ich hoffe, das nimmt die eine Kamera auf, die ich hier habe. Ich drehe die mal noch ein bisschen. Ich hoffe, die kann das so aufnehmen. Ich habe da kein Display dran, ne? Und ein HDMI-Kabel dafür brauche, muss ich mir noch bestellen. So, aber ich habe hier einen Videokonverter, der funktioniert auch am C64 und so weiter. Der hat auch ein S-Video, da komme ich auch noch mal zu. Hier habe ich hier erstmal Videokabel und das wird reingesteckt hier hinten an die Ecke. Da habe ich einen Anschluss. So, jetzt schalte ich den mal ein. Und ich hoffe, das kann man sehen. Das Bild flackert und da steht jetzt Amiga Workbench 1.3. Ich habe hier schon die Workbench, sagen wir es mal so, habe ich hier. Wie ich mir die gemacht habe, da komme ich dann später zu, weil die habe ich mir selber gemacht. Werdet ihr gleich sehen, wie das aussieht. Das sieht schon mal nicht so aus, wie es aussehen soll. Da ist aber auch noch irgendwo Farbe mit zwischen. Das liegt aber nicht an dem Videokonverter, das Bild. Das kommt hier direkt so aus dem Amiga. Jetzt zeige ich euch gleich noch mal mit dem anderen Teil. Und zwar mit dem hier. Das ist ein Videokonverter. Da kommt nämlich auch Audio in, Video out und RF. Weil der hier hat ja keinen RF-Modulator. Braucht man heutzutage sowieso nicht bei Flachbildschirmen. Da kommt sowieso das schlechteste Bild raus. Aus Video Out kommt auch nicht gerade ein schönes Bild raus. Ich habe jetzt auch keine Maus angeschlossen. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem Ton so wegen dem Diskettenlaufwerk. Ich glaube, das liegt da nämlich direkt dran. So sieht das Bild aus. Direkt aus dem Amiga. So, jetzt mache ich ihn aus. Und schließe den hier an. Video out. Audio brauche ich nicht. Audio kommt sowieso nicht aus dem Monitor raus. Weil das ist über einen HDMI auf DVI-Adapter. Jetzt muss ich mal Platz machen hier mit dem Stromkabel. Und wieder die Lampe feststellen. Der kommt nämlich da hinten ran an die Ecke. Falsch. Dahin. Und mal Licht. So, jetzt habe ich den dran. Jetzt mache ich da noch Strom rein. Werdet ihr sehen, dass das auch nicht viel besser ist. Aber ich weiß, glaube ich, schon, woran es liegt. Jetzt einmal startet er wieder. Ich blende euch mal das Bild ein. Es hat so einen grün-gelb-Stich. Das flackert aber nicht und macht nichts und hat ein bisschen, ja, ist ein bisschen komisch am Rand. Ich würde es auch auf dem PC in dem Sinne nachher zeigen, wenn es fertig ist, aber so reicht es erstmal. Jetzt lass mir das mal laden. Ich mache mal Vorspulen. So, und ich weiß nicht, ob man es im Bild erkennen kann. Es ist ein bisschen rot mit drinne. Ich glaube, es ist ein bisschen blaues auch mit drinne. Ich habe das schon sehen können. Das funktioniert. Bytes free sind 88 7200 Free Memory.
Sprich, ein MB RAM habe ich hier drauf. Aber nur, weil ich, jetzt nehme ich mal die Tastatur weg und schwenke mal die Kamera dahin, eine Speichererweiterung habe, die ein wenig strange aussieht. Um die kümmere ich mich nämlich auch nochmal. Das mache ich nämlich jetzt hier gleich alles im Anschluss. Ich weiß nicht, ob ich das in mehrere Teile aufteile. Aber Problem ist, erst einmal das erste Bild mit dem Weißen, das liegt hier an, wenn ich jetzt so wüsste, wo der hängt, Video Output, das ist die Denise, da kommt das raus, da müsste das der hier sein, das ist ein IC. Das lange Ding hier ist ein IC. Da sind mehrere Sachen drauf. Ein ja, HY1, das ist ein, wie war das? Video Hybrid irgendwas. Ich weiß aber nicht, wie die interne Beschaltung ist. Das Videosignal wird hier erzeugt. Aus dem Denise kommt digital RGB raus und Sync und irgendwie was und geht dann über diesen Videohybrid irgendwie da rauf. Da hängt aber kein Elko, nichts zwischen. Also ein Elko kann es nicht sein. Höchstens, dass hier irgendwas nicht ganz hinhaut. Vielleicht auch der 74HC245, einer von den beiden, dass da vielleicht irgendwas mit bei ist. Weiß ich nicht, aber das interessiert mich auch nicht, weil da werde ich nicht viel machen. Das andere Ding ist, mit dem Bild, was ich eben hier gezeigt habe oder was ich vielleicht noch unten in der Ecke einblende, ist der Videomodulator, der aus dem analogen RGB, weil hier passiert das auch, aus dem analogen RGB wird das Kompositvideo gemacht, dass der Modulator, der A520 oder der Amiga 520 hier hinten, ich nehme den mal ab, dass der nämlich was hat, und zwar, ich kann mir auch schon fast denken, was, ich habe mir nämlich das Schaltbild dafür rausgesucht. Guck mal her. Weil Farbe ist da, es ist bloß grünstichig. Ja, geht doch mal auseinander. So. Hier sieht, der sieht von drinnen so aus. Ich habe da noch nichts weiter gemacht, aber wenn es die sind, ich denke mal, das sind die. Ich gucke mir das nachher nämlich genau später nochmal genauer an. Die drei hier. 3 22 Mikrofarad Elkos liegen zwischen dem R, G und B Signal als AC-Kopplung oder DC-Kopplung oder wie auch immer, oder Endkopplung zwischen diesem IC, was dann mit der ganzen Beschaltung ringsrum das Kompositvideo macht. Ich denke mal, die werden was haben, weil Farbe kommt, nur nicht richtig. Dass ein oder zwei sehr, sehr niedrig sind und der andere, der in dem grünen Signal drin hängt, vielleicht noch ein bisschen gut ist. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Und dann werde ich das Ding, wenn das soweit wieder hinhaut, ich möchte erstmal grundlegend das Ding erstmal fertig machen, dass es hinhaut. Und dann werde ich es umbauen auf S-Video. Weil meine Videokiste hier kann auch S-Video. Das ist das Gute daran. Die habe ich mir extra gekauft. Die war teuer. Die hat fast 40 Euro gekostet, diese Videokonverterkiste. Also Komposit und S-Video mit Audio auf HDMI mit einem analogen Audioausgang zusätzlich. Hat das, bietet das Ding nämlich auch. Darum werde ich mich jetzt kümmern. Wie ich das mit den Disketten gemacht habe, da komme ich später zu. Weil glücklicherweise habe ich was gehabt, was funktioniert. Ich komme aber noch in einem nächsten Video noch was darauf zu. Ich habe nämlich noch was in Vorbereitung. Da hat mich der Dennis draufgebracht.
Und da werden wir dann später mal drüber reden. So, ich werde jetzt erstmal hier wieder Tisch frei räumen, alles positionieren und dann gucken wir uns diesen Modulator-Gedönse mal an. Okay, dann bis gleich. So, nun habe ich die Kiste hier so, dass man da auch ein bisschen mehr gucken kann. Also, wie ich schon andeutete, diese drei Elkos. Ich gucke mir das gleich nochmal genauer an. Das sind die einzigsten kleineren Elkos. Ein größerer, das müsste ein 100er sein, ja. Ich glaube 100 μF, laut Schaltplan. Ich habe den jetzt nicht offen. So. Falscher Schrauber. Richtiger Schrauber. Holen wir das Ding da mal raus. Erstmal muss ich das Ding grundlegend funktionierend haben, bevor ich da anfange, das S-Video drauf zu bauen. So. Achso, könnt ihr ja noch mal gucken, wie das Ding direkt heißt. Commodore Modell 5A520, funkgestört nach bla bla bla. Das Zeug ist eben halt 30 Jahre alt. Ungefähr 30 Jahre oder ein bisschen mehr. Oder 40 sogar schon. Ne, 40 nicht, 30. So, und die zwei Elkos hier oder drei Elkos, 22 Mühe, die drei. Die werde ich jetzt erstmal tauschen. Und den 100 Mühe denke ich mal auch. Wo habe ich die Kiste? Wo ist die Kiste hin? Ich melde mich gleich wieder. Ich muss erstmal die Elkos suchen. Jetzt habe ich sie. Die Kiste mit den Elkos habe ich jetzt. So, die drei Elkos sitzen da. Hätte ich auch mal den Lötkolben anmachen können. Na gut. Das ist halt so. Machen wir mal den Lötkolben an. Sitzen alle mit dem Minus zu dem IC, also mit dem Minus zu dem IC. Gut. Einmal. Den ich noch gegriffen kriege. Zweimal. Dreimal. So. Was für ein komisches Zeichen. Das ist doch. Ist das ein Elko-Zeichen? Na komm. Das ist doch kein Elko-Zeichen. Aber da ist Plus angegeben. Das ist gut. Na gut. So. 9-Volt-Block habe ich jetzt einen, der vollgeladen ist. Irgendwo hatte ich hier noch einen 9-Volt, der war voll. 8,9 Volt Tester, ja, passt. So. Einmal kurz schließen. Bändchen sind recht kurz. Ob das was wird. Aber auch ganz schön lange zum Testen. Mü. ESR 1,3 und 1,8% Loss. Der hat ganz schön lange gebraucht zum Testen. Dann haben wir mal den zweiten. Kriegen wir den da.
Sollte eigentlich nicht so lange dauern. Testing. Testing, Testing, ja. Schneller. Ähnliche Werte. Haben wir hier noch ein. Braucht ganz schön lange. Ähnliche Werte. 26 μ. So. Jetzt nehme ich mal einen frischen 22 μ. Das sind 22er, ja. Frischer 22 μ. Komma noch was, ESR 2,1, VLOS 1,3. Liegt das doch nicht an den Elkos? Oder ist es der Tester? Wo habe ich den anderen? Ich probiere mal den anderen Tester. Das kann jetzt irgendwie nicht hinhauen. Gegenchecken, wo ist der andere Tester? Den habe ich in der Hand gehabt. ESR 0,37. Aber den anderen hier. ESR 0,9. Und Verlust 2%. Dann haben wir den nächsten. Alle die ähnlichen Werte, aber 25 μ, das ist ja ganz schön. So, jetzt nehme ich nochmal einen frischen. Mache ich hier eine Kabel. Komma 115. ESR 0,15 K, das sind 150 Ohm. 41 μF, 42 μF. Das sollen 22 μF sein. Hä? VLOS 50%? Das passt doch nicht. Kneif mal ab da. Ist ja egal. Kann ja nicht an, das kann ja nicht stimmen. Das kann ja nicht stimmen. Die sind neu gekauft. Also ESR 1,2, 22,3 μF, 0,03. Ich werde drei neue reinlöten. So. Und so, unten 100er, ne? Das sind 220. 100 μF. So. Der 100 μF, das ist der hier hinten, der hat 100 μ, 16 Volt. Hier steht noch 100 MFD. Von Boah, keine Ahnung, kann ich gar nicht erkennen. Von dem, wem sind denn die hier? Kann ich auch nicht erkennen. Mappel, ach, keine Ahnung, was das ist. So, Lötkolben. Der kommt auch raus. Minus ist zum RF-Ding. Auch raus.
5, 1,2, nee, 1, 1,5, 1 und 2,5. Wenn ihr wissen wollt, habe ich mir gekauft von Editronic sind sie. Falls ihr das wissen wollt. So, dann plus plus und Plus. So. So, das habe ich da oben hingeschmissen. Einmal 100 μ kommt da rein. Der 100 μ ist jetzt aber nur für, ich glaube, für die Spannungsversorgung gedacht. Das Ding kriegt hier 5 Volt plus, plus 12 und minus 12. So, das sind die drei Sachen, die eigentlich irgendwie das beeinflussen können. So, ich werde jetzt nur mal kurz den Amiga auf den Schoß nehmen. Brauche ich jetzt nicht extra alles wieder hin zum zeigen. Das Videokabel. Ich starte die Kamera. So, muss ich jetzt mal anmachen. So. Also sie an. Video, Strom. Strom. Strom brauche ich noch. So. Und Feuer. Immer noch so grün. Von den Farben her, also weiß ich nicht. Also 14. Januar? Stimmt. Um den Amiga jetzt auszuschließen, werde ich mal eine Sache machen. Aber das war bei dem anderen genau dasselbe Problem. Das Kettenlaufwerk muss ich mit drüber nehmen. Der braucht sowieso länger zum Starten.
Falls ihr euch fragt, was ich jetzt hier mache, ja, ich tausche den Amiga. Das ist nämlich mit eins der Geheimnisse. Ich habe hier noch meinen Amiga 1200. Wieso ist das immer so ein Krampf hier mit diesem blöden Scheißkabel? So. Den Modulator schließe ich mal an. So. Strom. Das Kette nehme ich mal kurz raus, dann ist das okay. Jetzt schalte ich ihn ein. Auch grün. Aber nicht so dolle grün. Irgendwas ist doch da noch. Der braucht länger, weil der eigentlich eine Festplatte erwartet. Aber ich habe keine Festplatte dran. So, man kann sehen, es ist rot ist bei, ja, wenn ich jetzt auf den Amiga 1200 direkt gehe, der hat nämlich auch ein Komposit-Video. Sollte es eigentlich so aussehen. Das sieht ja schon eigentlich nicht verkehrt aus, aber der Modulator muss doch funktionieren. Oder bin ich hier im Audio? Nee. Er hat einen Grünstich. Woran könnte das jetzt liegen? Keine Ahnung. Das Komposit-Video meine ich. Amiga 1200 sieht top aus. So. Das sind die Widerstände und dann die Gen. Auf R, G und B. Über den Elkos. Warum mag der hier nicht? Nicht wirklich. Und wenn ich den jetzt zum S-Video umbaue, das ist ja auch nicht schön, oder? Oder liegt das hier noch mit an dem Kasten? Das geht da durch. Ist denn hier noch irgendwas drinne, was da noch beeinflusst? Nee. Es geht direkt auf den Pin. Auf da. Widerstand. Dann Transistor. Noch ein Transistor, LC945P. Transistoren? Wenn die Farbe nicht stimmt, dann kriegt er doch nur ein Farbsignal nicht.
Ja, den Mod, da muss ich erstmal gucken, ob ich die Widerstände habe. Bestimmt habe ich welche. Die in den Dingern, also ein paar Mega-Ohm-Widerstände habe ich da. Also in der Größenordnung habe ich irgendwo. Also den S-Video-Mod kann ich jetzt nicht einfach so tun. Aber warum in Herrgotts Namen ist hier das Kompositvideo so schlecht? So schlecht, dass da nicht mal mehr die Farbe kommt. Das ist jetzt natürlich doof. Dieses K1, was auch immer das darstellen soll. Das hier beschrieben, was dieses K1 ist. Nee. Dieses K1 sein soll, das wird hier leider nicht beschrieben. Das bestimmt irgendwas, das sieht aus, als wenn da Kondensatoren oder Spulen oder irgendwas drin sind. Dieses komische Geblobbel-Ding. Y-Out mit Spule, Pico-Fahrrad. Auf Y in. Kann natürlich sein. Ich weiß nicht ungefähr nicht genau, wie dieses IC funktioniert, aber Y hat da was mit. Es kann sein, dass dieses Teil hier ja, ein Weg hat. Ansonsten die anderen Sachen, die ist eigentlich nichts, was da dran so weit kaputt gehen kann. Außer das IC, aber das glaube ich nicht. Das funktioniert ja. Kommt ja Farbe raus. Nicht die richtige und nicht ein richtig hell. Aber es könnte hier Dings sein, dieses K1. Ich guck mir das mal an. Ich suche mal die Teile raus für den S-Video-Mod. Dann teile ich das Video jetzt hier. Das wäre jetzt denn hier Teil 1 von wir modden den Amiga. Und melde mich dann mit dem zwischendrin dann mit dem anderen Video, was ich noch vorhab. Ja, da kann ich jetzt leider so nichts machen. Ich könnte höchstens noch mal einen zweiten kaufen, aber warum? Das ist ja scheiße. Er hat mal funktioniert, also ich habe den nicht gekauft und da funktionierte von vornherein nicht, aber er, der hat mal funktioniert, das weiß ich. Einzige, was jetzt wirklich noch sein kann, ist dieses komische, zugebloppte Ding hier, was auch immer das genau darstellen soll. Das schmeiße ich raus und was ist denn C1? Für was ist ein C1? Für die L1. Und L1 10 Mikrohenry ist hier auch nicht drin. Das ist gar nicht bestückt. Ich schätze mal, das Ding, das muss raus. Gut, ich gucke mir das an. Ich suche mir die Teile raus. Eventuell muss ich noch bestellen. Deswegen ist das hier erstmal Teil 1. Wann der weitergeht in Teil 2, weiß ich noch nicht. Ich mache dann aber noch ein anderes Video. Das wird genauso interessant. Also, dann danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim anderen Video wieder. Beziehungsweise in Teil 2 sehen wir uns dann auch wieder mit dem Teil. Gut. Tschüssi.